Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir den Tempel Palamides erreicht und wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt wieder 279 Cutscenes. Ich bin den ganzen Dungeon einmal nochmal hin und her gelaufen. Also das Korallenriff im Endeffekt. What's this? Das reicht hoffentlich. A demon! The demon we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Klingt auf jeden Fall so, als wäre da irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Komm schon, Piratenflagge. Ja, die Sirenencrew. Nein, das X4-Meer ist, glaube ich, fertig. Ja. Es dauert zwar, aber wir sind gut dabei. Das Azras-Meer. Jetzt wollte ich fast sagen, das Mehl. Hauptsache, haufenweise neue Schätze, die da auf uns warten. Und oder Nahrung. Wow, look outside. It's the ocean. This was a place of worship for Amenoch, the Water Empyrean. The ancients built this sanctuary underwater for the same reason that Eumacia's temples were built underground. But building this underwater couldn't have been easy. Aye. With the Earth temples, all they had to do was keep digging. Here, they had water to contend with. How did they do it? You can't split the sea like you can a log. They started by stacking giant stone blocks in the shallows, creating an enclosed space. Then they drained the water and expanded the enclosure. Once they had done that enough times and secured enough dry space, they were able to dig into the sea floor. It's mind-boggling, isn't it? The humans believed that by going through such great hardships to build these temples, they could show the depth of their devotion. Additionally, current research suggests the site of this temple once sat on the seacoast. What? Are you saying I'm wrong? No, I'm only reporting what I've read in academic journals. How would coastal ruins sink into the ocean? When the Empyreans began their slumber, the land shifted, and this temple was swallowed by the sea. Scholars were able to prove that the sand and the heavy stones formed an airtight seal around the structure. Later, people carved an undersea tunnel to connect to the temple, bringing it to its current state. Now that you mention it, I think I read that book too. Revised Theories on Ancient Architecture, right? That's the one. Have you read it, Aizen? No, I only read the first edition. The problem with the stone enclosure theory is that each time you expand the enclosure, the innermost stones have to be carried out. Once that was pointed out as being too inefficient, alternate theories were developed. The revised edition has a number of competing theories. I highly recommend reading it. I will then. So, wait, was that a complete rebuttal of Aizen's explanation? That was not my intention. It's okay. Archaeology is a continuous process of asking new questions and making new discoveries. Prevailing theories change all the time. What's it matter anyway? Let's just get going. There's no Empyrean here, right, Aizen? If you're worried about it, why not flip that coin of his? Heads, no Empyrean. Tails, Empyrean Central. But it always comes up tails! Like I said before, these temples are nothing more than places of worship built by human hands. The current religion started when humans, fearful of natural forces, began to worship four gods they called the Empyreans. If you're concerned about whether or not one is sleeping in these ruins, just remember that their very existence is only legend. Be that as it may, Enominat certainly exists. Aye. But I've never heard a single story of anyone actually seeing an Empyrean. Enominat must be a special case, then. Must be. I suppose so. If there were four more like him, and they were all trying to stop us, we'd be sunk. I can't disagree. Also, was den ersten Skit angeht, ich glaube, das hat Aizen sehr getroffen. Bis Eleanor im Team war, konnte er halt jedes Mal ein bisschen klugscheißen. Das geht halt jetzt nicht mehr. Ist schon ein bisschen traurig für ihn, glaube ich. Kann das sein, dass ich mich auf... Ja, ich habe mich auf manuell gestellt. Eigentlich wollte ich halbautomatisch haben. Vielen Dank.
Ich weiß auch nicht, wo gerade das die ganze Zeit herkommt, dass ich auf manuell eingestellt bin. Aber im Endeffekt heißt das nur, ich habe irgendwann mal aus Versehen mich falsch eingestellt und schon. Dann hatte ich diesen automatischen bzw. manuellen Salat. Ob es hier auch einen einzigartigen Gegner gibt, den ich nur so bekämpfen kann, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, um ein Bestiarium in diesem Spiel zu füllen, meine Herren, müsste ich dafür die Kämpfe machen. Weil dann gehören die fatalen Gegner mit dazu. Dann ist allerdings auch relativ fatal, dass man alle Gegner, diese fatalen Gegner, nur treffen kann, wenn man im New Game Plus ist. Und dann die Items mitnimmt, damit man mit Velvet den richtigen Ventiken dabei hat. Oder Glatziken, wie auch immer. Man muss ja mehrere Kämpfe gleichzeitig führen können. Also wie wir es hier machen. Und ohne den gibt es diese fatalen Gegner eh nicht. Was natürlich auch positiv ist für Leute, die diese Kämpfe definitiv nicht haben wollen. Das heißt nämlich, dann kann man prinzipiell einfach immer nur Einzelkämpfe machen. Was steht denn da? Auf dem Kelch befindet sich ein Symbol, welches das fließende Wasser beherrscht. Wird der Kelch mit Wasser gefüllt und das Symbol färbt sich blau, wird das Wasser deinen Weg wie eine Mauer versperren. Wird der Kelch mit Feuer getrocknet und das Symbol färbt sich weiß, beruhigen sich die tosenden Fluten und geben den Weg frei. Aha. Gut. Ich erinnere mich ganz bedingt an diesen Ort. Ganz bedingt. In dem Sockel befindet sich eine Aussparung. Es sieht so aus, als ob man etwas darin einsetzen könnte. Ich habe nichts für diesen Sockel. Also kann ich auch nichts da reinpacken. Dafür haben wir drei stinknormale Wächter hier. Wow. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt die Herausforderung schlechthin, aber sind Wächter. Das kann man sagen. Bisschen mit dem Wächter hier verprügeln. Wir gehen nicht näher darauf ein, scheinbar. Ist auch ein bisschen traurig eigentlich, aber naja, gut. So, der Kelch ist getrocknet. Und damit hören die Fluten auf. Oder zumindest sollten sie das. Danke sehr. Schon sagen. Es wird uns nochmal erklärt. Finde ich auch sehr witzig. Angeblich dienen diese Kelche noch einem anderen Zweck. Aber das ist jetzt gerade erstmal der Hauptpunkt. Ich finde es nur witzig. Es könnte ein Rätsel sein. Rätsel ist auch schon eigentlich viel zu viel gesagt, aber es könnte ein Rätsel sein. Und dann geht das Spiel dahin und ruiniert es, indem es uns eben schnell nochmal erklärt, ja, du musst das so und so machen und so ist das und wenn das und das, dann ist so und so. Also, so blöd sind wir halt auch nicht. Aber das ist halt jetzt auch nur meine Meinung darüber. Das ist jetzt nicht wirklich schön, dass es so gezeigt wurde. Das ist nur... Ja. Es war schon von vornherein nicht schwierig, prinzipiell als Rätsel. Und dann kommt das Spiel um die Ecke und erklärt mir das Rätsel. Das ist halt merkwürdig. Keine Ahnung, was ich da machen muss, Magilu. Muss ich ehrlich sagen. Ich kenne mich mit Magilu gar nicht aus. Und Super Ronin, auch schön. Ich setze einfach random Techniken ein und hoffe darauf, dass es funktioniert. Was es dann hin und wieder auch tut. Nicht immer, aber hin und wieder. Und da ist eine einreißbare Wand. Das heißt, ich werde gleich meine unglaublichen Beine benutzen und dagegen treten. Eine Schatztruhe finden. Die eine Schatztruhe, die halt hier ist. Aber Schatztruhe. Und auf geht's, weiter nach oben.
Oder zurück nach oben, vielmehr. Zwei Katze, toll. Bene, Mene, Miste. Es rappelt in der Kiste. Ich habe keine Ahnung, wo es hier lang ging. Ich weiß nur, dass ein Weg ging und einer nicht, glaube ich, aber... In dem Monolith ist ein Juwel eingelassen. Du entnimmst das Juwel. Jetzt haben wir ein tränenförmiges Juwel. Und eine Abkürzung. Oder ein Teleporter. Auch gut. Ob jetzt Abkürzung oder Teleporter, ist alles dasselbe. Komme ich hier durch? Nein. Also... Ich könnte jetzt sagen, ich verstehe nicht, warum ich da nicht durch kann, aber seien wir mal ehrlich... Wenn man sich unter so einen Wasserfall stellt und das Wasser knallt da richtig auf einen drauf. Das tut schon weh. Aber ob es jetzt meine Charaktere interessiert oder nicht, das weiß ich nicht. Scheinbar ja. Scheinbar sagen sie dagegen nie drunter. Aber man könnte meinen, es ist nur Wasser. Sollen sie sich nicht so anstellen und da reingehen. Ja. Du setzt das Juwel da rein, berührst es, machst es rot und erreichst damit, dass der Weg nach vorne frei wird. Und blau. Finde ich auch immer putzig, dass das hier dann relativ langsam, aber es wird auf einmal dann blau. Ich finde das irgendwie witzig. Frei nach dem Motto, ja, jetzt ist offen. Well, it wiped out the security for us, but... Grüne Augen, aber... Well, look at that. Wolfie's got the crest of Ominouch. The same pendant worn by priestesses. Then that makes this demon... Yeah, she must be the missing mother, Mahina. Tja, doch. Sie hat ja sogar den Namen direkt verpasst gekriegt. Sie ist Dämonin Mahina. Das ist ja nicht mal eine Frage mehr. Es ist einfach zack, ja, das ist Mahina. Jetzt mach halt deine Dinger, die du immer tust. Das ist jetzt nicht die größte Kombo, aber ich bin froh, dass ich die Kombo benutzt habe. Wow. Ist allerdings auch kein schwerer Kampf, ist aber auch tatsächlich nicht der Bosskampf dieses Areals. Das darf ich schon mal verraten. Ging auf jeden Fall auch sehr schnell. To think a priestess, beloved by her village, would become a demon. Eleanor? She's never going to be the same again. This is the least I can do for her. So says Reason. Huh? That feeling. Damn! Let the demon be. We don't need it. Ja, ich meine... Interessanter ist halt ein Therion und das war jetzt einfach nur ein Isegrim. Ein Werwolf. Ich glaube, wir haben das hier gekriegt. Müdigkeit. Ich weiß nicht mal, was Müdigkeit verursacht. Beziehungsweise was Müdigkeit bewirkt vielmehr, sollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, aber dann kann es halt auch nichts allzu Wildes sein, weil ich mich nicht mehr dran erinnere. That demon. I guess she caught demon blight when she was looking for her daughter. Yeah, that's what the girl at the inn said. But even after turning into a demon, she's still searching for her daughter. Well, Rokuro, Kurogane and Dial all remember what they wanted when they were human. Right? Demon or not, she's a mother.
It's no surprise she would still be protective of her child. It could be that, or it could be something else. Well, I hope that's what it is. I know that must be how she felt as a human, but demons don't have a sense of motherhood or any such thing. You saw how violent she was. She's not Mahina anymore. When she became a demon, she lost all capacity for empathy and love. It's heartbreaking, but it's the truth. Velvet and Rokuro still have empathy. One demon left unchecked could take 100 lives, and this one's even willing to attack exorcists. Demons can wipe out entire villages, even cities, just as they destroyed my village. Thus, my path is clear. Eleanor is right. There's no turning back once you've changed. Perhaps it would be a mercy to grant her peace through death. Alles möglich, ja, aber ich gehe mal einen Schritt zurück hier. Ich will mich nicht angreifen, böse Leute. Aber Lafayette hat halt recht. Die anderen beiden haben halt noch Mitgefühl, auch wenn sie Dämonen sind, ist halt so. Is Inomi not really an Empyrean? What makes you ask that all of a sudden? Well, according to the song Grimm deciphered, Innominaut is an eight-headed dragon, right? The Empyreans are supposed to be these holy beings, but using Therians to feed on malevolence sounds more sinister than divine to me. You've got a point there. Empyreans are a type of Malakim, and that doesn't seem like any Malak we've seen. And even less so when we're talking an eight-headed dragon. Is it so far-fetched? What do you think will happen if the Therians come together in one place? Well, it wouldn't be good. My guess is they'd merge together into a giant, horrific monster. The mighty beast will attack us with its eight long, snake-like necks and eight heads spitting hellfire! I can see your worry. Right? And that's eight heads with only six of us to take them on. It'd be more than we could handle. I'd have to conjure up a double or two. You can do that? Of course not. Then why mention it? Oh! What is it, Lafayette? Do you think each head would act of its own free will? Because if they do, they'd be uncoordinated, bumping into each other and going this way and that, giving us an opening. If we fight as one united whole, I know we can win. Yes, if we work hand in hand, victory is ours. Right, everyone? Huh? Us united? Have you looked at us recently? Well, I mean, maybe. Naja, in den normalen Kämpfen hier funktioniert das ganz gut. So ist ja nicht. Aber ansonsten. It won't open. Is there some sort of trick to it? Well, you could always try busting through it, but I wouldn't. Who knows what sort of traps you might trigger? I know, I know. Look at that diamond-shaped stone in the door. Haven't we seen that somewhere else? You're right. It was on the pedestal with that chalice. That huge thing? You must have some sharp eyes there. I was more interested in what was inside that chalice. So, what? That chalice is the key? Somehow I doubt it'll be that simple. Some stones are colored, and some aren't. It must hold some kind of significance. I think you're right. Diesmal ist das Spiel wenigstens nicht so und erklärt mir das Rätsel komplett einfach mal eben so. Ich würde zwar behaupten, es ist immer noch relativ einfach zu verstehen, was wir hier zu tun und zu lassen haben, aber naja. Wir wollen ja auch nicht überfordert werden, ne? Wir wollen Spaß haben. Schlimm genug, dass ich auf Mittel spiele und mich hier verprügeln lassen muss. Dann auch noch Rätsel haben. Meine Denkmurmel benutzen? Echt jetzt? Nee. Ja, das Ding fällt tatsächlich hoch. Ich dachte, das wäre kaputt. Beziehungsweise ich hätte gedacht, das Ding ist abgeschaltet, nicht unbedingt kaputt. Naja, gut, okay, fine. Ihr könnt euch vorstellen, da drin ist absolut rein gar nichts. Denn das wäre halt das Ding, wo von da unten vielleicht ein Teleporter nach hier gegangen wäre. Ist aber sowieso kein Teleporter da gewesen. Also von daher ist es sowieso ziemlich irrelevant. Oh, die heißen tatsächlich. Wer dachte ich so? Wow.
Bin ich der Einzige, der gerade sich so ein bisschen denkt, ich hätte jetzt nicht erwartet, in einem Tales of Spiel irgendwas von pervers unbedingt zu lesen? Obwohl dann wiederum, es gab ja normalerweise, ich glaube in dem Spiel hier nicht, aber es gibt relativ häufig in den Tales of Spielen die heißen Quellen. Könnte man auch schon als pervers auswerten, also abwegig ist es nicht. Es ist nur, dass ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hätte, das zu lesen. Jetzt drehe ich mich einmal schön im Kreis und renne trotzdem keine Gegner an. Das war natürlich jetzt alles überhaupt nicht geplant. Ah, Mann. Ja, das war echt dämlich gerade. Möchte ich mal erwähnt haben. Da gibt's nicht mal etwas, womit ich mich rausreden kann. Das war einfach nur dämlich. Den perversen Priester treffen lassen, indem er mich, naja, um den Witz mal weiter zu machen, anspritzt mit Wasser. Ja, schön gemacht. Da ist der Priester, den ich mit wollte. Da will ich so einen Menschen essen und werde ins Nichts geführt, weil der Gegner tot ist. Naja, gut. Auch damit muss ich klarkommen. Sozusagen. Hier das Wasser ausstellen. Obwohl irgendwie klar ist, ich glaube, das ist einfach von vornherein klar. Eigentlich muss, soweit ich mich erinnere, alles Wasser an sein. Es ist ja nun mal auch hier in dem Sinne der Wasserdungeon, ne? Das ist ein Malakim. Die Barriere ist ein Malakim, oder zumindest hat sie diese Masken, die die Malakim-Gegner normalerweise drauf haben. Das ist irgendwie auch schon sehr, sehr merkwürdig. Also ich persönlich finde es merkwürdig. Kann man jetzt auch wieder sehen, was will. Ich habe einen Malakim-Bände. Ich finde es komisch. Ja, ich bin sehr gespannt, ob wir die normalen fatalen Gegner triggern in dem Wassertempel-Dingern. Ich glaube ja nicht, aber wer weiß. Auf jeden Fall halten diese Wandgegner eine Menge aus. Hab ich da was gegen? Nein. Obwohl es dann allerdings wirklich tatsächlich recht lange dauert. Das wieder als nervig bezeichnen würde. Also je mehr sich meine anderen Charaktere auf die wirklich nervigen Gegner konzentriert, desto glücklicher bin ich. Weil das heißt, ich muss es nicht mehr machen. Im Moment habe ich gedacht, der Kampf geht weiter. Da kommt jetzt tatsächlich so ein fataler Gegner. Aber hier steht ja noch ein Wächter. Und da drüben ist auch noch ein Wächter. Exorzist, wie auch immer die jetzt heißen hier. Wache, Wächter, alles dasselbe. In dem Fall sogar im Endeffekt tatsächlich genau dasselbe. Okay. Kommen wir raus und können diesen Stein hier aktivieren. Wodurch wir da Zugriff erhalten. Bin mir halt nicht mehr sicher, wie rum es war. Ob die Teile alle aus sein mussten. Und halt die Kristalle alle an oder wie auch immer. Bin mir da nicht mehr ganz so sicher, wie es war. Ich meine, die Tropfen mussten alle an sein. Würde ja Sinn machen, ne? Es sind Tropfen. Tropfen sollten an sein, sozusagen. Weil Tropfen Wasser symbolisieren. Aber ich weiß nicht mehr, ob es so war oder nicht. Ich bin zu alt für sowas. Sowas merke ich wenig mehr. Außer so, ne, so frühere Kindheitsspiele. Da habe ich mir Rätsel gemerkt. Hier, eins dieser Rätsel. Ich bin gespannt, wer das weiß. Aus dem Deutschen tatsächlich. Ich rezitiere ein deutsches Rätsel. Wird von den blauen und weißen Juwelen der sieben Kerle beherrscht. Leuchten die Juwele der Kelche, leuchten auch die Juwelen der Tür. Leuchten die sieben Juwelen im Einklang, wird sich der Weg zum inneren Heiligtum öffnen. Das ist der Hinweis, den wir brauchen.
Also, folgendes Zitat aus einem Rätselspiel meiner Kindheit. Links vor rechts, aber die goldene Mitte geht vor. Und jetzt bitte schreibt euch die Finger wund. Welches Spiel ist gemeint? Das ist das Rätsel für euch. Und für mich ist halt das Rätsel, wie das hier weitergeht. Aber ich meine, man muss halt diese Teile, naja, so sind sie zumindest am Leuchten. Das sollte eigentlich mehr oder minder richtig so sein. Ja, blau und weiß. Das ist schon richtig so dann. Das heißt, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Auf der Seite. Ich sehe euch aber allerdings erst beim nächsten Mal wieder, weil dieser Dungeon sonst viel zu lange dauert. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Das war's erstmal mit Tales of Berseria. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich doch, schreibt etwas in die Kommentare und vergesst nicht dieses Glöckchen, nicht, dass ihr jemals wieder ein Video von mir verpasst. Wenn ihr möchtet, besucht mich doch auf Facebook auf meiner eigenen Seite, um mit mir da zu schreiben, Ideen auszutauschen, was das Herz begehrt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterhin Velvet verfolgen auf ihrem Weg zum Ziel.